Der reale Corona-Irrsinn. Dr. Sigrid Lochmann ist Hausärztin im bayerischen Sigmaszell und hat gerade sehr viel zu tun. Meine Praxis liegt genau an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Und es ist unfassbar kompliziert, dass jedes Kaff bei uns seine eigenen Corona-Regeln hat. Und es nervt unsäglich. Durch Corona lernt sie ihre Patienten noch mal ganz anders kennen. Wenn meine Patienten kommen und einen kostenlosen Corona-Abstrich haben wollen, dann muss ich sie erst mal fragen, wo sie wohnen, weil Bayern und Baden-Württemberg da völlig unterschiedliche Regelungen haben. Vor allem bei Patienten ohne Corona-Symptome ergeben sich spannende Fragen, die die Praxis vor ganz neue Herausforderungen stellen. Wenn die Patienten asymptomatisch sind und sie nicht in Bayern wohnen, dann muss man sie versuchen, eine Begründung zu finden, wie man sie über den öffentlichen Gesundheitsdienst abrechnen kann, wofür es dann wieder drei Möglichkeiten gibt. Also man wird wahnsinnig. Oh. Wahnsinnig wurde kürzlich auch Alexander Wilms. Er hat eine Tochter am Gymnasium Viersen und freute sich über... Eine ganz tolle Idee von der Schulleitung, die Schüler-Selbsttests durch ein professionelles Testzentrum unterstützen zu lassen. Das Testzentrum ist in die Schule gekommen und hat die Kinder dort abgestrichen. Ja, aber es kam, wie es kommen musste. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat davon Wind bekommen und diese Tests oder diese Unterstützung verboten. Tja, leider keine Bürgertests in der Schule, weil... die gezielte Testung von besonderen Personengruppen wie Schülerinnen und Schülern nicht als Bürgertestung über den Bund ermöglicht und abgerechnet werden kann. Mit dem infektiösen Material sollen die Schüler mal schön alleine rumhantieren. Wie verrückt ist das denn? Oliver Schupp findet auch was verrückt. Auf seinem Campingplatz im rheinland-pfälzischen Fachbach bietet er ein Wohnmobil-Dinner an. Blöd ist nur... Das Schizophrene, total Gestörte ist ja dann das, dass die Camper, wenn die jetzt gegessen haben, um 21 Uhr den Platz verlassen müssen und stellen sich dann halt auf den Parkplatz. Die Wohnwagenfahrer dürfen nämlich nicht auf dem Campingplatz übernachten, sondern nur 20 Meter neben dem Campingplatz. Und zwar dann, wenn die Übernachtung zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit dient. Sprich, wer sich hübsch was gönnt, darf übernachten, also vorm Campingplatz. Ich fühle mich verarscht. Ganz ehrlich, irgendwie verkackeiert. So geht's auch Frau Dr. Lochmann bei der Abrechnung der Patienten ohne Corona-Symptome. Da freut man sich schon fast über Patienten mit Corona-Symptomen, natürlich nur verwaltungstechnisch, weil die kann man einfach über die gesetzliche Krankenversicherung abrechnen. Ja! Und da ist es sogar egal, ob Sie Corona in Baden-Württemberg oder Bayern haben. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?